Ein super herzliches Willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, sowas Schönes habe ich hier bei Clash of Clans wirklich noch nicht gesehen und tatsächlich würde ich fast sagen, ist so ziemlich alles umgesetzt worden, was sich vor allen Dingen auch die Community, mich eingenommen, gewünscht hat. Ganz klar gewünscht hat. Ihr wisst genau, worauf ich hinaus will. Wir haben sie eigentlich schon gesehen, aber jetzt gibt es sie endlich. Nicht zu erspielen, Leute, leider, 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 sondern nur zu erkaufen. Und zwar meine ich die neue Szenerie. Ich meine die neue Szenerie hier, Leute, die Weltraumszenerie. Heieiei, schon als ich mir das durchgelesen hatte, diese galaktische Gegend ist anziehender als der Jupiter und die Krater bieten massiven Stauraum. Ignoriere einfach die lauernde, unendliche Leere, die dich umgibt. Also, so schön. Jetzt kriege ich das Sonnenangebot auch noch wieder weg. Wie kommt man eigentlich aus der Nummer hier raus? Ah, indem man einfach nochmal reinklickt. Okay. Ja. Wir haben sie ja schon, eigentlich schon gesehen in der Challenge, aber noch nicht in Bewegung. Ich würde sagen, Leute, ich würde sagen, kaufen wir uns sie oder kaufen wir uns sie nicht? Ist echt mal schön, ne? Guckt euch das an hier. Den Steinchen oder Asteroiden, die da rumfliegen. Und die Musik ist auch so spacig. Hier fährt immer so ein Raumgleiter oder sowas rum. Also so was Schönes. Und jetzt kommt der Burner. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, endlich auch die Schmiede mal mitzumachen. Guckt euch das mal an, so ein Raketenunterantriebsteil. Also richtig schick. Richtig, richtig schick, muss ich sagen. Die gefällt mir sowas von gut. Auch das Luftschiff hier rüber in das Dunkeldorf hier auch mit so einem kleinen Antrieb hier. In nur verkehrte Richtung hätte man vielleicht noch drehen sollen. Aber ist nicht so schlimm. Sie haben es immerhin mitgemacht. Und das ist eigentlich das, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Ich habe mir auch noch gar nicht ganz, ganz genau angeguckt. Das ist jetzt Premiere hier. Und die fliegenden Steinchen hier, die. Also echt mal schön. Hier unten ist natürlich jetzt kein Fluss mehr oder so, sondern ausgetrockneter Krater. Okay. Der bremst da um die Ecke, ey. Was ist halt er denn hier? Ach, der flitzt ja auch noch rum. Ey, nee, ne? Wie weit fährt er? Ach, kann man nicht sehen. Und doch, kann man doch noch sehen. Ah, weiter geht's nicht. Echt schön, ne? Was haltet ihr von der Szene, Leute? Habt ihr sofort zugeschlagen, wie ich auch noch nicht zugeschlagen habe? Was landet denn hier? Ich kann es ja nicht glauben. Ah, landet nicht ganz, okay. Landet noch nicht ganz. Hier wird wohl was abgeliefert oder so. Und auch die Weltraumsprüche, ne? Man muss das ein bisschen lauter hören. Ich habe zwar heute Ingame-Sound an, aber ja, was soll ich dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen, Leute? 36 Dosen später. Ist sie auch in meinen Händen? Oh. Auswählen. Okay, jetzt ist natürlich der schöne Sound von der alten Base weg. Aber der hier ist auch schön, oder? Sieht auch mit meiner Base ganz nett aus. Könnte ein bisschen hübscher sein, muss ich sagen. Aber dennoch finde ich es unheimlich gelungen. Passt super zu den Skins. Passt super zu auch zu der Umgebung hier und auch zu den Farben der neuen oder der Rathaus 16 Base jetzt mit den Updates. Finde ich echt gelungen. Auch mal wieder ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt die andere Musik mir auch wirklich kaum gehört. Was macht der hier eigentlich? Der bremst der für den oder? Ah ne, jetzt fährt er noch normal oder ist es ein anderes Fahrzeug? Ah, wir werden es irgendwann feststellen. Wir werden es irgendwann feststellen. Was es tatsächlich als, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute. 5 Minuten rede ich jetzt schon nur über die Szenerie. So schick finde ich die. Und ich könnte sie mir auch einfach kommentarlos vermutlich stundenlang anschauen. Sie wirkt so groß, ne? Die wirkt so unheimlich groß, finde ich. Wir gucken mal Layout bearbeiten. Ich mache mal eben ein Foto davon. Die wirkt so unheimlich groß dadurch, dass das Dorf wirkt irgendwie riesig wieder. Und es kommt einem doch klein vor. Aber es wirkt auf mich, als wäre das Dorf viel, viel größer geworden. Das sichern wir hier in Fotos. Als wäre es viel, viel größer geworden. Ach, jetzt, die verfolgen den hier.
Ah, die schießen den an. Der verteidigt sich. Oh, oh, oh. Aber okay, richtigen Krieg gibt es hier natürlich auch bei Clash of Clans. Ich hoffe, ihr seid auch schon in der Liga angekommen. Wir haben hier drei Clans, Herausforderer, Free-to-Play und auch Totus Bande. In allen drei Clans haben wir unser erstes Spiel gewonnen. Was heißt unser erstes Spiel gewonnen? Unseren ersten Clankrieg gewonnen. Und auch in diesem Clankrieg sieht es eigentlich, sage ich immer, noch ganz gut aus. Okay, Toto hat noch nicht angegriffen. Kann nur besser werden, klar. Und wir haben aber schon so ein bisschen was gesehen. Allerdings bin ich auch mal wieder wirklich, wirklich gespannt auf die Statistiken nach der Liga hier. Denn es gibt ja immer Statistiken, vor allen Dingen bei Izo. Oder nicht bei Izo, sondern die bekommen die Statistiken, glaube ich, irgendwo her. Wenn es darum geht, mit was wurde eigentlich angegriffen. Mit was wurde eigentlich mit Masse angegriffen? Und ihr seht das hier. Es sind nach wie vor Rootrider. Also sagen wir mal so, die Rootrider kann man noch gebrauchen. So muss ich es eigentlich sagen. Und aber immer noch so ein bisschen als Spam. Mit Bogenschützen dahinter. Okay, das ist mal ganz neue Kombi für mich. Auch nicht schlecht. Mit den Bogenschützen dahinter. Jetzt muss ich die Knöpfe doch mal aus den Ohren nehmen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu laut. Für euch schneide ich das ein bisschen leiser. Aber hinten weggewurzelt bei den beiden Packer. Das ganze Compartment. Also nicht nur die Rootrider gespielt, also die Wurzelkriegerinnen, sondern auch die neuen Wurzel-Unsichtbarkeitszauber. Ich muss mir mal den deutschen Begriff mal richtig, richtig reinballern, würde ich sagen. Wenn ich ab und zu übrigens eine fließende Sprechpause mache, dann ist das immer noch meiner Erkältung geschuldet. Ihr wisst ja, eine Erkältung kommt 4 Wochen, bleibt 4 Wochen und geht 4 Wochen. Also in ungefähr 6 Wochen bin ich wieder relativ fit für euch. Nichtsdestotrotz scheint der Monclash back zu sein. Also ich fand es schon sehr, sehr witzig, als ich gesagt habe, Leute, ich bin am Montags wieder zu Hause. Dass unter Umständen der Monclash wieder da ist. Ja, kann man sehen, wie man will. Aber ich denke mal, erstmal feiern wir den Monclash Welcome Back. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch einhalten können. Sicherlich nicht immer. Vielleicht fällt dafür der Freiclash weg. Ich hoffe nicht, dass der Freiclash dafür wegfallen muss. Denn wir haben ja auch schon am letzten Wochenende, musstet ihr schon so ein bisschen mit Alternativen auf meinem Kanal auskommen. Aber ich denke mal, die sind auch ganz in Ordnung. Und so dass wir auf jeden Fall reichlich von Clash of Clans mitbekommen, also sowohl aus der Liga als auch von dem Clankrieg. Entschuldigt bitte, Leute. Von dem Clankrieg, in dem wir immer noch stecken. Denn wir tauschen hier wie die Wilden hin und her. Der Echnaton hier, der ist eigentlich aus Free-to-Play, nicht stimmt gar nicht. Er ist aus einem eigenen Clan, aber kommt von jemandem, der bei Free-to-Play spielt. Also. Auch nochmal danke an die, die hier so ein bisschen aushelfen, weil wir nur in diesem Monat 14, glaube ich, waren es, ne? 14, 16er Stellen. Und, aber das sind halt auch jetzt, oder jetzt mit den 15 oder 16, 16er, wir können sogar einmal tauschen. Haben wir natürlich Leute hier drin, die dann auch garantiert angreifen hier in Kristall 3, in Champion 3. Und hier sicherlich eine gute Liga spielen. Abends wird es immer ein bisschen stressiger oder überhaupt kann es ein bisschen stressiger werden, wenn die Leute dann alle in einen anderen Clan wechseln. Wir spielen im Clan Deutschland Ed im Moment ja jeden zweiten Tag zusätzlich zur Liga noch einen Clankrieg, um die möglichst effizienteste Methode des Erzefarmens hier auszunutzen. Von daher geht das, glaube ich, in Ordnung, dass man abends so ein bisschen stressiger unterwegs ist. Spenden braucht man nicht unbedingt, da kann man sich in der Regel, ich will fast sagen, selber spenden, aber ihr seht, wir haben jetzt schon mal, wenn wir jetzt eine Statistik auf 100 ziehen, dann haben wir jetzt 2 Angriffe gesehen, das wären die 100% und beide mit Rootrider, das heißt also im Moment 100% Rootrider-Nutzung hier. Ich nutze im Moment, mit Masse
Hybrid, weil ich natürlich nicht umsonst die Hog Rider und die Miner mir hoch gelevelt habe gleich zu Anfang, um diese Strategie wieder zu nutzen. Also die nutze ich im Moment fast ausschließlich im Bereich Rathaus 16, Rathaus 14 habe ich nicht, Rathaus 13, Rathaus 12 bis Rathaus, ich wollte fast sagen bis Rathaus 9 runter, da heißt es dann Ergo Hog ohne Miner, aber ich nutze sie halt ganz exzessiv auf den anderen Accounts. Auf 16 ist es auf jeden Fall schon ein Ding, das so zu spielen, weil doch schon einige jetzt die neue Defensive jetzt auch schon teilweise fertig haben, denn es kam ja gar nicht so viel dazu mit dem Tesla, mit den drei Inferno-Türmen, mit den beiden Scattershots und mit den dunklen Minen mit den schwarzen Minen ist ja jetzt nicht so viel hinzugekommen, aber dennoch. Das, was ich auf jeden Fall mit euch heute feiern wollte, ist wirklich die wirklich, wirklich schöne Szenerie, obwohl ich mir auch mal wieder eine andere Szenerie wünschen würde. Es gab erst damals auch zu kaufen oder zu erspielen, eine Szenerie, eine Kriegsbasis-Szenerie. Und das ist meine aktive, ich nehme mal eine nicht aktive. Und die gab es danach halt, glaube ich, nicht nochmal. Es gibt eine, aber die ist natürlich auch sehr, sehr schön in den Ketten gehangen. Es gibt eine, die kann man sich für Medaillen holen. Nur musst du die erstmal überhaben, die Medaillen, ganz klar. Denn das Zeug ist auch wirklich teuer. Denn ich glaube, die kostet, lass mich lügen, 2400. Das wäre jetzt die ist auch sehr schön, dieser Arena-Stil. Oder dieser im Römischen Reich Arena-Stil gehaltene Arena. Ist auch sehr, sehr schick, aber ich finde, die heutige ist auch sehr ultra gelungen. Wenn ihr auch der Meinung seid, die ist wirklich, wirklich gut, die Weltraum-Szenerie, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns auch in den Livestreams sicherlich auf Twitch.tv wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch einen coolen Wochenstart. Tschüss, euer Toto. Clashed.